Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Solenthaler Recycling, der Mikrogenossenschaft Ostschweiz und Leica Geosystems. 6 Studierendenteams werden gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2023. Aus 45 Praxisprojekten an der Ostschweizer Fachhochschule sind Sie als die Besten nominiert. Sie haben mit Ihren Arbeiten für Schweizer Unternehmen überzeugt und buhlen jetzt um die begehrten Preise in der Kategorie Marktforschung und Managementkonzeption. Die technische Betrieb Wiel versorgt die Stadt Wiel und Umgebung unter anderem mit Strom, Wasser, Wärme und Gas. Die Energieversorgerin will ihre Kundschaft für nachhaltige Energielösungen gewinnen. Ein Projektteam von der Ostschweizer Fachhochschule Ost hat darum untersucht, wie die technischen Betriebe mit ihrem Angebot die Bevölkerung besser erreichen. Unser Auftrag von der TB Wiel war, eine Marktforschung im Bereich erneuerbare Energie durchzuführen und mittels einer Kundenumfrage die Bedürfnisse der Kundschaft zu erfragen. Daraus haben wir dann Produktideen und Handlungsempfehlungen im Bereich Marketing und Kommunikation abgeleitet. Die technischen Betriebe haben letztes Jahr die Internetseite «Deine Energie» lanciert. Die Studierenden haben Nutzerinnen und Nutzer von dem Infoportal befragt. Das Interesse an nachhaltigen Energien ist zwar herum, aber es gibt auch Unsicherheiten. Wir haben herausgefunden, dass sehr viele gar noch nicht so viele Erfahrungen haben mit nachhaltiger Energieproduktion und dass man durch deine Energie und durch Marketingkampagnen kann Kunden mehr auf das aufmerksam machen. Aufgrund von der Erkenntnis aus der Umfrage hat das Projektteam einen Workshop organisiert. In dem haben sie mit Mitarbeitenden der technischen Betriebe mögliche Ergänzungen von deiner Energie diskutiert und im Anschluss konkrete Vorschläge erarbeitet. Wir haben einen Produktfinder entwickelt, der der Kundschaft der TB Wiel soll helfen soll, ihr passendes Energieprodukt zu finden. Und wir haben aber auch einen Community-Ansatz entwickelt, wo die Kundschaft der TB Wiel sich auf einer Plattform gegenseitig austauschen kann oder auch die TB Wiel mit der Kundschaft sich austauschen kann. Wir sind sehr zufrieden mit dem Resultat. Wir konnten einerseits sehr viele Daten herausziehen aus den Befragungen, die sie gemacht haben. Sei es aus der Kundenbefragung, aus den schriftlichen, auch aus den tiefen Interviews. Wir haben konkrete Massnahmenempfehlungen, die wir jetzt weiterverfolgen können und haben eigentlich einfach einen bunten Strauß an Ideen, die wir jetzt weiterarbeiten könnten. Die verschiedenen Entwicklungen aus dem Workshop hat das Projektteam auch den Kunden von der TB Wiel vorgestellt und Rückmeldungen eingeholt. Das direkte Kundenfeedback macht das Ergebnis des Praxisprojekts besonders solid. Das Projekt war besonders gut, weil die Gruppe verschiedene Methoden genutzt hat. Sei es in der Marktforschung, in der Statistik und all das konnten sie übertun in einen Workshop mit der Kundschaft zusammen, sodass die Kundschaft eigentlich Produkte entwickelt hat, basierend auf den Inputs vom Markt. Und dann hat die Gruppe die Ergebnisse genommen und hat sie dann im Markt wieder getestet, sodass eigentlich das Ergebnis, das vorliegt, relativ sicher ist, relativ auf sichere Kundenbedürfnisse baut. Das Projektteam von der Ost ist für den WTT Young Leader Award 2023 in der Kategorie Marktforschung nominiert. Der Projektleiter sieht die Stärke von ihrem Projekt in den vielfältigen Methoden. Ich denke, wir sind nominiert worden, weil wir sicher viel im Projekt gemacht haben. Wir haben zum einen einen Workshop durchgeführt, zum anderen eben das Testing. Wir haben tiefere Interviews mit der TB Wiel Belegschaft durchgeführt. Und schlussendlich haben wir so wirklich gezielt perfekte, gute Produktideen und Handlungsempfehlungen liefern. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2023? Die Preisverleihung ist am 30. Oktober in der Tonhalle St. Gallen. Mit einem Award-Referat von den Unternehmern Alain Frey und Tobias Reichmuth. Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, der St. Galler Stadtwerk, Jumbo Kommunikation und Scandola.